Sorry, ich werde gerade. Okay, wir sind eher das Spiel schon. Okay, viel Spaß. Bis dann. Chuck, bis dann, Molly. Sorry, ich bin nur der Konferenz. Ja, leg los, Chuck. Was ist? Leg los, Chuck. Für den Run. Ich dachte, Molly begleitet mich. Was? Huch? Nee, ich mach neben Kommi. Aha. Gut. Dann, moin. Moin. Naja, weil im Google Doc steht nämlich Molly drin, deswegen war ich jetzt gerade verwirrt. Aber gut. Dann hat das sich geändert, nachdem ich Horaro angerichtet habe, weil in Horaro stand niemand drin. Ja, ich weiß, dass im Horaro niemand drin steht, aber im Google, deswegen war ich jetzt gerade, habt ihr mich jetzt gerade komplett verwirrt, dass du drin geblieben bist. Und egal. So, ja, also wir sehen das Spiel. Ich meine, ich muss hoffentlich nicht allzu viel sagen, was NFL ist. Die National Football League in Amerika. Sprich, wir sehen jetzt American Football. Ja. Aber sonst gibt es eigentlich tatsächlich nicht allzu viel zu dem Spiel zu sagen. Außer, dass es der zweite Teil einer Reihe ist. Mhm. Und die können, ja, den Rest bewahre ich mir jetzt kurz noch auf, bis das Spiel wirklich startet. Ja, Kategorie ist Win the Game, sprich, wir müssen zum Glück nur ein Spiel gewinnen. Es gibt nämlich noch die Kategorie Win the Super Bowl, die geht aber über 2 Stunden. Insofern können wir dankbar sein, dass das nur die Win the Game Kategorie ist. Richtig, die geht nur 5 Minuten. Ja, okay. Ich muss mal kurz einen Bär forsten. Ja, der WR liegt bei 5 Minuten 35 Sekunden und wird von No Eyes 5 gehalten. Ebenfalls ist er der WR-Halter von dem Win the Super Bowl-Kategorie. Aber da liegt halt die WR halt bei 2 Stunden 1 Minute 25 Sekunden. Und jetzt geht's tatsächlich los. Okay, wir spielen die Packers, also Green Bay Packers gegen die New Orleans Saints. Ja, es ist halt Football. Und ja, wir sehen jetzt schon, also was der Spieler macht oder was wir hauptsächlich machen wollen. Wir warten erstmal, dass die Gegner alle sozusagen ungefähr auf einer Linie mit uns sind, um dann einfach an denen letztendlich vorbeirennen zu können. Komischerweise sind die aber in der Regel immer schneller als wir, weswegen die uns dann trotzdem tackeln können. Ist vielleicht auch ein bisschen der Adrenalinschub. Und so versuchen wir dann halt eigentlich allen auszuweichen. Ja. Es gibt halt die 4 Viertel. Logischerweise sind es nicht nur 3 Viertel. Ja. Sehen wir alle 4 Viertel. Und da haben wir den ersten Touchdown. Ja, den Schuss sehen wir hier nicht in dem Spiel, warum auch immer. Gibt es einfach den Punkt extra drauf. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ja, versuchen wir natürlich auch tatsächlich, dass der Gegner relativ schnell punktet. Weil den wir in der Regel eh nicht aufhalten können. So. Und da ist auch das erste Viertel schon vorbei. Es wird immer sozusagen eigentlich versucht, unentschieden auszugehen. In dem Spiel, damit wir dann sozusagen, ich glaube sogar noch in die Extra-Time kommen und dann haben wir das Vorteil, dass wir sozusagen den Ball haben, um dann den finalen Punkt zu machen, die finalen Punkte. Ja. Mal gucken, vielleicht klappt es auch so, dass er das im 4. Viertel schafft. Aber vorher wird das eigentlich immer ein ausgeglichenes Spiel sein. Jim B. fragt, er runnt bei dem Quarterback, hat er keine Running Backs? Okay, nächste also, Frage. man muss einfach sagen, das ist jetzt alles sehr simpel gehalten und man möchte einfach tatsächlich in dem Fall so. Ja, man möchte einfach so schnell wie möglich durchkommen. Es ist egal, wer letztendlich für ihn erstmal den Ball hat. Es gibt, glaube ich, auch gar keinen Unterschied zwischen den einzelnen Charakteren. Also das ist ja, ich weiß auch nicht, inwiefern man, also man kann auf jeden Fall zwischen den hin und her schalten.
So. Ja. Aber wie man sieht, es gibt da... Wir sind, glaube ich, alle gleich, ne? Ich weiß nicht. In dem Fall, es ist, was ich erwähnt habe, ist auf jeden Fall eine Reihe, eine Videospielreihe, die 97 das erste Mal erschien. Gibt zig viele Plattformen. Die Version hier, die wir sehen, ist halt die 98-99er, das ist sozusagen das zweite Spiel der Reihe. Gab es für die PlayStation und für den N64. Ja. Man muss dazu sagen, die Reihe wurde dann, hatte dann halt irgendwann die Lizenz verloren für NFL oder von der NFL und hat deswegen die Reihe trotzdem fortgesetzt, aber dann halt mit neuem Namen und auch mit neuen Spielern und neuen Teams, also fiktiven Teams und fiktiven Spielern. Aber ja, die Reihe gab es dann sozusagen trotzdem weiterhin. Das letzte Spiel ist 2012 erschienen. Also ist das eine Reihe, die 15 Jahre Bestand hatte. Nicht schlecht. 2005 haben sie aber die Lizenz verloren. Und Mittwoch, es geht. Man kann unseren Namen noch lesen. Wir sprengen den Rahmen nicht komplett. So, viertes Viertel. So, der Gegner macht den Punkt. Und jetzt sind wir wieder dran mit Punkte machen. Wir warten wieder, bis die ganzen Gegner dann so ungefähr auf unserer Höhe sind, um dann einfach an denen vorbeizurennen. Und ich weiß nicht, was die eigenen Spieler machen, weil plötzlich haben wir die ganzen Gegner hinter uns und die eigenen Spieler sind sonst wo. Ja. Ich vermute mal, die KI ist da nicht so ganz so prickelnd. Nö. Also ich beobachte das Spielgeschehen und irgendwie sieht das so aus, als ob einer dieser Leute Magneten trägt oder so und alle heißen dem Herr sind. Was zum Henker, wieso lief der so komisch? Weil es geht, ganz einfach. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen Zeit schinden, damit es jetzt einfacher ist für uns. Damit es jetzt einfacher ist für uns, das zu halten tatsächlich, weil jetzt haben wir den Punkt Vorsprung und den wollen wir natürlich nicht mehr verlieren. Der Punkt Vorsprung? Okay. Ja, es steht 29-28. Für uns. Das sind aber dann keine zwei Punkte, das ist ein Punkt Vorsprung. Naja, ein Punkt Vorsprung, habe ich ja gesagt, aber wir haben die zwei Punkte gerade sozusagen bekommen. So. Saints win. Ja, und eigentlich ist das, was nicht passieren darf. Die Gegner haben gewonnen. Ja. In Ordnung. Also eigentlich ist das sozusagen nicht geschafft. Okay. Jetzt ist die Frage, was macht er? Also der Timer ist, es ist jetzt, sie haben es getimed? Ja. Zeigt er den Run nochmal? Das ist jetzt die Frage. Mal gucken. Meine 7 Minuten geht eigentlich. Immer doch. So, the object is to win the game again, which I did not do. I totally whiffed on that tackle. Laces out, Dan. Es ist jetzt die Frage. Das ist die Demo. Jetzt gerade den Stream gemutet, daher kann ich das nicht sagen. Kann ich reinhören. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in einem neuen Spiel drin. Aber nee, das ist kein Spiel, das ist jetzt wirklich. Das ist ein Demo. Ja. Hm.
Jetzt ist die Frage, was passiert? Gute Frage, nächste Frage. Man verabschiedet sich jetzt scheinbar. Ja. Ja, der hat auf jeden Fall auch gerade auf sein World Record Video verwiesen. But hey, it's my very first marathon. That was a lot of fun. It was fun hanging with you guys, and I want to see Blitz in another marathon too, and hopefully we can perfect it. Because it's a fun game to watch. Moment. Ja. Wir haben die Kategorie geändert. So yeah. Ja, lose game. Wow. Leichtmatrose, das Estimate lag bei 7 Minuten, also er hat im Estimate